Denn wie ihr seht, sind wir immer noch in der League of Explorers, Genau. in der Forscherliga, wie mein guter Freund Lingulaka jetzt sagen würde. Wir sehen einen großen Fischkopf mit schlechter Frisur und gucken mal, was der von uns möchte. Wir haben immer noch nur ein Basic Deck, das muss man an dieser Stelle immer mal wieder betonen. Und wir meinen damit natürlich nicht den Fischkopf auf YouTube. Nicht, dass du dich beleidigt fühlst oder sowas, falls du das siehst. Nein, es ist nicht der Fischkopf. Es sind auch keine Bewohner unserer nördlichen Bundesländer gemeint, die von der Küste kommen. Es sei denn, ihr habt Schuppen und eine Iro-Frisur. Dann seid ihr selber schuld und seid gemeint. Dann heißt die ab heute aber auch Giant Finn. Genau, Giant Finn. Und seid der Chef aller Murlocs. Ja, das ist doch ein Anfang, den keine Socke will. So, ihr geht erstmal wieder heim. Ne? Ja, also ich würde vielleicht einen behalten. Also gegen Murlocs ist natürlich so ein Red Inferno ziemlich geil. Ja gut, dann Ja, die schauen wir haben mal, ob ja alle keiner kommt. meistens nur ein Leben. Hellfire auch super gegen Murlocs. Ja. Werden wir nur am Anfang wahrscheinlich auch wieder auf die Fresse kriegen. Ja, tun wir das nicht immer? Ja, Ja. Mirkel, doch für Ja. du mir auch. Aha, gut, dass er das übersetzt. Ja. Oh. Oh. Super. Ja, die sind zwar süß, aber leider macht's die Masse bei denen. Das ist wahr. Darum können Sie jetzt erstmal da reinhauen. Ja, das wird er mit dem anderen machen, denke ich. Aber ich schau mal. Ja, nun, ne? Wenn wir den nicht dahin legen und unseren Aladdin-Verschnitt hier hauen lassen, dann haut er uns mit dem ganzen Gesöckel. Und denk dran, wir müssen unsere Karten loswerden. Also der zieht ja immer genauso viele Karten, wie wir in der Hand haben. Ja, gut, aber ich habe jetzt gerade nicht 6 Mana irgendwo rumliegen. Wenn du die irgendwo siehst, wäre ich dir dankbar, wenn du sie klauen würdest. Sag ich jetzt mal. Das ist doch alles doof. Ja. Yeah. Ich, ja, keine Ahnung. Ich leg jetzt mal den Ding hier. Hilft ja alles nichts, muss ja weg. Ja, den Damage müssen wir fressen. Ich meine, nächste Runde können wir mit Hellfire alles clearen, ne? Insofern hätte ich mir überlegt, ob ich den. Ja, guck, kommt drauf an, ob er den angreift, den Schlamm. Nee. Nee, tut er nicht. Insofern war der nicht so prickelnd. Aber gut. Ja gut, dann kriegt er jetzt 3 auf die Nase damit, ne? Muss ja auch mal passieren. Und wir machen das da jetzt alles mal weg. So, nimm das, du Sau. Ja, trotzdem der lange also der langsame Anfang, der wird uns schon. Das ist nicht so Ich schön. gucke in meine Kristallkugel und ich sage, wir machen das nochmal. Ne? Ja. Mein. Yeah. Fischbosch. Fischposch. Properly British. Ja. Ich spiel mal die Succubus. Einfach aus. Ach nein, 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 wenn der nein. Succubus-Schluss macht, dann halt Ja, weg. aber das Problem ist halt, der zieht gleich wieder 5 Karten, ne? Also, oder 3 Karten. Nee, 2 Karten zieht er nur. Ja, komm, leg den Guru Washi mal entgegen. Der bringt wenigstens was, wenn wir nächste Runde den Dread Inferno legen. Ja, gut. Wenn der Goribashi die nächste Runde überlebt und er nicht tradet. Wobei, nein, vergesst es, er wird nicht traden. Sonst geht's ihm aber, ne? Gut. Ja, ist ein bisschen knapp. Ein bisschen. Also, du musst den Red Inferno spielen und du musst traden. Also, den Ja, einen ich Monat, der weiß. übrig bleibt. So, jetzt hoffen wir mal, dass der keinen Zauber hat. Weil, wenn er keinen Zauber hat, hat er nämlich ein Problem. ja. Also, er hat ja Zauber, die sich wiederbeleben, aber. So, ich würde auf jeden Fall den Block legen, weil das Ja. ist schon mal wichtig. Dann würde ich den 1-2er und den 2-1er Legen wir erstmal killen. noch was? Ja, kannst du den Orga legen, wir brauchen viel Damage. Ja. So, wen Und willst wie du schon jetzt gesagt, killen? ich möchte den 1-2er und den 2-1er killen. Ja. Dann killen wir den mal damit. Und den damit. Und ja. Reicht das eigentlich schon? Ich weiß es nicht. Das sind 11 plus 12 sind 23, ne? Das Ja, wenn wir reicht. das überleben, reicht das.
wenn. Aber ihr seht schon, man kann einfach auch mal einen schlechten Anfang haben, wie wir jetzt gerade. Ach, Gott sei Dank. Gut, haben wir gewonnen. So ist doch schön. Und ihr seht, ne, es kann auch mit einem richtig miesen Anfang, könnt ihr auch noch gewinnen. Mhm. Also, der Moloch ist ja auch darauf ausgelegt. Ich meine, gut, ihr könnt ihn natürlich auch mit sehr viel AE schlagen. Das ist jetzt auch nicht so das Problem, aber... Den AE muss man aber auch erstmal auf die Flosse kriegen. Genau, wenn man so ein Deck spielt wie wir und man hat keinen guten Start, dann muss man halt zusehen, dass man mit dem klarkommt, was man dann hat. Genau. Ne? Und wie ihr uns kennt, wie ihr in den anderen Videos gesehen habt, wir haben kein Glück. Wir müssen das Glück prinzipiell immer erzwingen. Oder kaufen. Ja, also es geht, aber ich sag's ja nochmal, ne? Also Spiele voreilig aufgeben, das bringt's nicht. Also es kann immer noch sein, dass irgendwo dieses Spiel dir mal nett zu dir ist. Ich meine, es kommt sehr selten vor, das gebe ich zu. Aber ja, doch, manchmal ist es nett. Ja, ab und an gibt uns das Spiel Cookies, aber ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass es uns nicht ganz vertreiben will. Aber egal, der große Fischkopf aus dem Sumpf ist weg. Genau. Und das nächste ist Lady Nazca. Lady Nazca scheint eine, ja, irgendwie eine entfernte Verwandte von Medusa gewesen zu sein. Die ist, entweder, ja. Ein paar Schlangen sind sie auf dem Kopf. Ja, bist du sicher, dass der Kopf ist? Und nicht der Rücken? Also irgendwo kommen auf jeden Fall Schlangen raus. Wir möchten jetzt, glaube ich, nicht näher eruieren, woher. Vielleicht so ein Mix aus Medusa und dieser komischen Tussi vom Schwarm. Wie heißt sie nochmal? Kerrigan? Gut, das war dann jetzt auch die Werbung für StarCraft, meine Damen und Herren. Ja, The Queen of the Blades. Genau, wir haben jetzt hier also Queen of the Snakes. Man könnte auch noch Kali da drin sehen. Dann wäre das so ein Kali-Kerrigan-Medusa-Verschnitt. Kali im Sinne von der indischen Gottheit Kali? Ja, genau, die hat auch so viele Arme. Ich meine, sie hat keine Arme, sie hat Schlangen, aber... Bist du sicher, dass es Kali ist? Ich kenne mich da nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin hier gerade schwer beeindruckt, dass Gram derartige Sachen macht. Die Götter kennt. Ja, ich weiß auch noch, die haben auch irgendeinen Elefanten. Ich wusste auch mal, wie der heißt, aber keine Ahnung. Irgendwie, die haben coole Götter. Die haben einfach cool. Gut, bevor wir uns jetzt hier mit Elefanteien beschäftigen... Genau, oder mit Theologie, machen wir hier jetzt Feierabend, machen gleich die nächste. Genau. Bis dann, liebe Liebenden. Macht's gut. Macht besser.